Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind immer noch in unserem Camp und ich habe mich ein bisschen um Ausrüstung und einiges anderes gekümmert, also das Meierlockfleisch verarbeitet und so weiter. Und das hat genügt, um Stufe 25 zu erreichen. Damit konnte ich gleich mal die Power Armor ausrüsten. Das werden wir uns auch gleich angucken. Aber wir werden jetzt auch hier gleich nochmal ganz kurz einen Blick in die Gegend werfen, also im Camp werfen. Denn ja, haben wir ein paar neue Bauteile gehabt. Ein paar Teppiche gelegt und oben die etliche Sitzecke fertiggestellt. Da kann man sich mal ein bisschen hinsetzen, Bild drüber geklebt an die Wand. Ja, das ist erstmal das hier. Ansonsten können wir jetzt auch weitermachen, aber also auch wieder für Munition gesorgt. Und weiter geht's auf jeden Fall in Clarksburg, denn dort sollen wir jetzt zur Post, um den ungelösten Fall bei Wavys Wasserpark da zu lösen. Also nehmen wir mal die Schnellreise zum Schützenverein hier als nächstes, als erstes. Dann geht es da auch gleich weiter. Denn beim Schützenverein, da hatten wir, als wir das erste Mal da waren, auch noch ja, eine Aufgabe halt, eine sonstige Quest. Und zwar sollten wir mit dem Aufseher reden. Mal gucken. Genau, da ist der Aufseher der Schießanlage. Mal gucken, ob man mit ihm jetzt auch reden kann. Während des Schießens ist der Verzehr von maximal 3 Dosen Bier gestattet. 3 finde ich aber schon sehr viel. Ich bin nicht blind. Ich sehe, dass eine Apokalypse Clarksburg vernichtet hat. Aber meine Programmierung zwingt mich, hier zu bleiben. Gut, mehr hat er uns nicht zu sagen. Schade, dass man dann hier nichts kriegt. Nun gut, dann haben wir das wenigstens probiert. Gut. Bevor wir uns nach Clarksburg reinmachen, um zur Post zu gehen, packe ich wieder die Power Armor aus. Denn die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, gucken wir mal ganz kurz. Gucken wir mal das Inventar. Und da haben wir das Power-Rüstungschassis. Und wir haben ja schon bereits 3 T45-Teile erhalten. Das sieht auch ganz gut aus, wie ich finde. Ja, Brust, rechter Arm, rechtes Bein. Fehlt leider noch das linke Bein, der linke Arm und ein Helm. Aber ich hoffe, den werden wir auch noch mal demnächst irgendwo finden. Also steigen wir da mal ein. Und gucken uns gleich mal an, was wir denn für einen Rüstungsschutz haben. Der dürfte nämlich um einiges nach oben gegangen sein. Ja, das sind jetzt 186 auf alle Stats. Das finde ich da sehr gut. Also eine Steigerung um fast 100 Punkte auf alles. Das ist sehr, sehr schön. So, dann machen wir mal zur Post. Waffen sind auch wieder repariert. Wie gesagt, Munition habe ich auch gemacht. Also, dann können wir auch wieder eine Weile erst einmal hier uns in der Gegend umschauen. So, da haben wir einen wilden Ghoul-Pirscher. Zwei davon. Noch einen. Gut, mal das wieder. Mit der Gitarre geht ja doch besser. Oh, nicht die Munition sind, muss ich ja gleich verschießen. So. Kronkorken. Eine Netzrelais-Spule, sehr schön. Oh, da ist noch einer. Kommt der denn her? Ein kranker wilder Ghoul? Oh, nicht wieder Radwürmer. Hier ist man ja ständig nur dabei, sich irgendwelche Krankheiten einzufangen in letzter Zeit. Das finde ich gar nicht mehr so lustig. Und ein richtiges Heilmittel, glaube ich, können wir noch nicht. Jetzt regt er doch mit dem Normal. Flasche Lyrovat Rail. Eine Pro-Snap-Kammer und Schnapsglas. Okay. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton der schon mit wieder. einer Prioritätsnachricht. Arbeiter planen eine illegale Demonstration hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Die Firma Grafton Steel ist ein wichtiger Unterstützer meiner Kampagne. Also kann sie gar nicht schuld an all dem sein, was man ihr vorwirft. Gut. Haben wir auch schon mal wieder gehört. Aber das Event taucht wieder nicht auf. Das soll ja irgendwie in Dingen sein. Oh, Schraubenzieher drin, jemand. Frau Kriegsjeld, sehr schön. So, wo ist denn jetzt hier schon wieder das Radio? Weil hier schwer oben. Ich gehe mal oben drin. Erst einmal. Das liegt ja hier irgendwie an der Seite. Da ist auch noch irgendwie ein Laster, wo eine Kiste hinten drauf ist. Sollen wir mal rinkicken. Große Babyflasche und Zahnbürste. Okay, nichts Spannendes. So,
Normale gibt's hier nicht. Wo ist das? Ist das etwa oben? Nö, scheint doch nicht oben zu sein, oder doch? Doch, da ist er. Hinter dem wilden Ghoulpirscher. Plünderer. So, Adi aus. Sehr schön, Kronkorkenschraubenzieher. Hat's uns wenigstens noch zu dem geführt. Das finde ich gut. Ja, so. Gucken wir uns hier oben mal ganz kurz um. Kennen wir ja eigentlich alle schon, ob wir noch was brauchbar für diesmal mitfinden und mal mitnehmen können. Aber sieht nicht so aus. Haben wir mal ein bisschen Putzmittel. Haben wir hier die Werbung gehört, sind wir jetzt großer Fan von. So, Kochplatte. Ah, Metall, das ist gut. Rattengift brauchen wir auch. Das nehmen wir ja mit. Sehr schön. Da hat sich das Hochkommen auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt kommen wir unten an der Terminal, wo wir hin sollen. Kommt man hier runter, so. Noch eine Kiste, eine Sprengstoffkiste. Na, vielleicht sind da wieder mal ein paar Granaten drin. Das wäre doch genau das, was ich jetzt hier sehr nett finden würde. So. Eine Splittergranate, na, immerhin. Ah, da noch einen biometrischen Scanner. Okay, nehmen wir auch gerne mit. Noch eine Sprengstoffkiste? Ah, die ist leider leer. Schade. 10mm Patronen brauchen wir nicht. Eine Metallkiste. Aha, da haben wir auch das Poster des vermissten Jungs, nach dem wir suchen. Freddy Wood. Nun gut. Machen wir mal weiter. So, also. Behördenterminal der Stadt Clarksburg. Schauen wir mal. Hallo, wie kann ich helfen? Hinweis, obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Daten zutreffend sind, kann der Postal Service die Richtigkeit hier enthaltener Informationen nicht gewährleisten. Der Postal Service ist in keiner Weise verantwortlich für Fehler in diesen Aufzeichnungen und nicht haftbar für sich aufgrund des Verlassens auf die Informationen ergebener Gerichtsverfahren. Okay. Wir suchen nach... Wir gucken mal nach Nachnamen suchen. Fehlerdaten wurden beschädigt. Okay. Warum geht das wieder raus? Kommt mir nicht gleich wieder zurück. Nach Vornamen. Dann auch nicht. Muss mal wo warten, bis es sich automatisch zurückstellt. Also ein bisschen komisch. Passiert nichts. Mal wieder raus. Nochmal rein. Nach Terminalnummer suchen. Oder Schließfachnummer durchsuchen, genau. 012. Otis Pike. 316 Wilford St. Grafton. Aha. Aha, da haben wir wohl die richtige Schließfach schon gefunden. Und wissen jetzt, wem das gehörte. Otis Pike. Ah ja. Da müssen wir wohl nach Grafton als nächstes zurück. Das richtig sehe. Ja, genau. Sehr schön. Haben wir das hier ja eigentlich schon. Brauchen wir uns ja eigentlich hier nicht weiter umgucken. Dann machen wir das doch als nächstes. Die Station Grafton liegt in der Nähe. Dann setzen wir das mal da kurz fort und machen die Schnellreise dahin. Oh, können nicht. Also noch Feinde in der Nähe. Ja, er hat auch was gesehen gehabt. Gucken, wo. Der Maus war schon zu sehen. Das ist eine Anzeige. Gut. Dann bewegen wir uns hier einfach weg. Wenn das mal so einfach geht. Gehen wir hier lang. Wenn wir da nicht mehr an so dicht dran sind, kommen wir, dann können wir dann noch die Schnellreise benutzen. Na, aber doch. Glück gehabt, eine goldene Gabel, der rutscht ja hübsch vom Dach. Und schwupp, weg ist er. Und hier oben liegt noch eine Packung Munition. Schauen wir mal, was ist das für welche? 10mm, nee, die brauchen wir nicht. So, jetzt hoffe ich, haben wir keine Feinde mehr. Dann versuchen wir das mit der Schnellreise jetzt einfach nochmal. So, Station Grafton, 5 Kronkorken. Ja, wollen wir bezahlen. Jetzt können wir. Sehr schön. Dann gucken wir uns da gleich mal um, was wir jetzt da finden. Leute, das schickt uns ja schön durch die Gegend. So, waren wir bei Nacht an der Station von Grafton. Und da muss das auch hier gleich in der Nähe sein, so wie das aussah, auch schon auf der Karte. Vielleicht das eine Haus, wo wir uns schon mal die Königin angeguckt haben. Also liegen lassen haben, als wir durch sind. Mal schauen, kommt man jetzt hier lang. So, irgendwie müssen wir hier wieder zu der oberen Straße offensichtlich. Verstrahlte Wetter. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Bewohner im Tal.
Es ist Grafton-Tag. Wir feiern unsere Stadt und ihr geliebtes Maskottchen, das Monster von Grafton. Es sieht vielleicht furchterregend aus, aber ich versichere Ihnen, dass seine Roboterbetreuer alles unter Kontrolle haben. Kommen Sie zur Parade, geben Sie Geld aus und spenden Sie auf jeden Fall für meine Wiederwahlkampagne. Ja, haben wir das wieder mal gehört und wieder kein Event, was angezeigt wird. Und wir haben ja noch ein Lager Tomahawk Postkarte und das Kündigungsschreiben, was wir beim ersten Mal nicht gelesen haben. Das holen wir jetzt nach. Gut, sind wir schließlich in Otis Pikes Haus offensichtlich. Unten ist schon der Questmarker. Erstmal die Postkarte aber. Hi Onkel Otis, ich habe Bobby viermal zum Kotzen gebracht. Das war so cool. Ich habe ein totes Tier gesehen. Da waren Eingeweide und lauter Würmer. Susie May hat geheult. Mädchen sind doof. Ha 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 ha. Ja, okay. Der scheint's mit Kindern irgendwie zu haben. Vielleicht eine Kündigung. Lesen wir mal. Grafton's Tier, Region Großappalachia. 14. August 2077 an Mr. Otis Pike, NRW Wilford Street in Grafton. Betreff: Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses. Mr. Pike, dieses Schreiben bestätigt offiziell den Inhalt unseres heutigen Gesprächs bezüglich der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Grafton Steel. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie in den Sog dieser lächerlichen Propaganda geraten sind. Als gesetzestreuer Vertragspartner der Regierung ist es Grafton Steel ein dringendes Anliegen, unsere Verpflichtungen bezüglich Sicherheits- und Produktionsstandards zu erfüllen und zu übertreffen. Sie haben Ihre grobe Missachtung gegenüber dem Ruf von Grafton Steel und der Bedeutung des Unternehmens für die Kriegsbemühungen deutlich zum Ausdruck gebracht. Wiederholte Versuche, Ihnen mitteilen, mittels Beratungen zu helfen, wurden von Ihnen ignoriert. Mit freundlichen Grüßen, Stacy Tibbetts. HR-Manager. Ja, das, der hatten wir ja schon mal was gelesen bei Grafton Steel, war das richtig, dass wir das damals gelesen hatten. Und jetzt ergibt das für uns auch einen Sinn. Gut. Unter in den Keller, dann machen wir da mal gleich weiter. Verschmutztes Wasser nehmen wir noch mit, okay. Dann kriegen wir uns hier kurz um 44er Matronen. Eine 44er Pistole. Das ist gut, das nehmen wir auch mit, ein bullinkiger Holzlöffel. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, kann man das machen. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Knochenfräse und Seife, Superkleberscheide, das nehmen wir auch mit. Und wir nutzen mal das Terminal. So. Alle Systeme sind in Ordnung, das ist schön. Hi Otis, was möchten Sie tun? Kalender, Tagebuch, Korrespondenz. Mal gucken wir erstmal in den Kalender rein. Fehler, Berechtigungsüberschreitung von Data Param. Okay, kann man nicht rein. Tagebuch. 26. Februar 2077. Colton und Leland sind gestorben. Das Stahlwerk pumpt weiter Gift raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was kann ich denn tun? Bei meinem Rückenproblem und Arthur als Verwandtschaft kriege ich keine andere Arbeit. 7. Mai 2077. Der süßen Susie Jenkins sind Gespülste in ihrem kleinen Körper gewachsen. Und sie ist einem furchtbaren Tod gestorben. Ihre Familie tut mir so leid. Niemand sollte ein kleines Kind so begraben müssen. Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit. Also interessieren nur die Doppel-Dollarscheine und er gibt einen feuchten Kehricht auf alles andere. Es sterben Leute. 14. Mai 2077. Ich habe es endlich getan. Ich habe insgeheim von den Vorkommnissen hier berichtet. Die Sicherheitsregeln werden missachtet und es sterben Kinder. Das ist nicht richtig. Aha. Gibt doch ein ganz anderes Bild auf einmal. 28. Juni 2077. Junge, Junge. Da habe ich aber wirklich ins Wespennest gestochen. Vor dem Stahlwerk kampieren mittlerweile Demonstranten, Reporter und alle möglichen anderen Leute. Sie versperren die Durchfahrt für die Laster. Die sind richtig sauer. Aha. 2. Juli 77. Die Soldaten haben die Leute vertrieben und bewaffnete Wachen postiert. Arthur hat sich köstlich darüber amüsiert und meinte, dass diese Jammerlappen von Kommunisten kriegen, was sie verdienen. Ich glaube, ich muss etwas anderes probieren, um alles in Lot zu bringen. 14. August 2077. Heute wurde ich gefeuert und des Geländes verwiesen. Sie meinten, sie wüssten, dass ich den Demonstranten helfe. Es war wohl egal, dass ich zur Familie gehöre. Arthur hat nicht mal selbst mit mir gesprochen. Offenbar muss ich einen anderen Weg finden. Gut, das waren die Einträge hier im Tagebuch.
Korrespondenz. KidSecure, Dammsicherheitsanfrage verwandt. Lesen wir erstmal KidSecure. KidSecure Kundenservice vom 23. August 2077 an Otis Pike gesendet. Antwort DFI Tracking Funktion. Sehr geehrter Herr Pike, es tut mir sehr leid, dass Probleme mit dem KidSecure Ihres Sohnes aufgetreten sind. Das Armband kann nur von autorisierten Erwachsenen entfernt werden, die zuvor im Konto eingetragen wurden. Wir sorgen für die Sicherheit Ihres Kindes. Ich habe gemäß Ihrer Bitte die Anweisung zum Überbrücken der Funktion angehängt. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne noch einmal an uns wenden. Aha. Damit hat er wohl vorgetäuscht, ein Kind zu haben, oder wie verstehe ich das? Dammsicherheitsanfrage. Sehr geehrter Herr Pike, das hilft uns weiter. Sehr geehrter Herr Pike, ich freue mich, Ihnen versichern zu dürfen, dass es sich beim Damm von Grafton um ein erstaunliches Wunder technologischen Erfolges handelt. Da wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Bedienung durch Menschen fehleranfällig ist, wird der Damm lediglich aus der Ferne überwacht, ansonsten aber vollkommen automatisch gesteuert. Ich könnte Ihnen gerne eine Führung organisieren, wenn Sie weiteres Interesse haben. Aha. Hochachtungsvoll, Quinton Gysi, Manager für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und wir haben eine Quest bekommen. Finde einen Weg in den Damm von Grafton. Da waren wir auch schon drin. Und wir haben auch schon eine Idee, wie wir reinkommen, ob wir das Schloss nicht aufkriegen. Nämlich durch die Leitungsrohre, irgendwie durch irgendwelche größeren Rohre. Mal gucken. Da müssen wir wohl nochmal hin. Verwandt? Fragezeichen. Von Arthur Wood, Grafton Steel, 27. August 2070 an Otis Pike, betreff Antwort Verwandt? Fragezeichen. Nein, aber sowas von nicht. Wir beide sind nicht verwandt. Molly war die Liebe meines Lebens und solange sie gelebt hat, musste ich deinen Scheiß ertragen. Was sollte das, dass du versucht hast, mir am Damm diese Demonstranten auf den Hals zu hetzen? Du hast versucht, das Andenken deiner Schwester auszunutzen. Fahr zur Hölle. Freddy mag dich. Ich kann nicht verhindern, dass du ihn per KidSecure findest, nachdem Molly dich zu seinem Paten gemacht hat. Lass uns einfach in Ruhe, Otis. Aha. Er hat ihn also gar nicht entführt. Er war also tatsächlich der eingetragene Vormund. Da hat also wohl unsere Nanny, unsere Miss Annie, nicht ganz alle Informationen gehabt. Gut, dann sind wir hier wohl auf der richtigen Spur. Finde einen Weg in den Dampf von Grafton, ist unsere nächste Aufgabe. Ist ja noch eine ganz interessante Story jetzt hier, die sich ja so langsam entfaltet. Da denkt man, erstmal hat es mit einer Kindesentführung zu tun. Und dann ist er das ja nicht. Das ist doch mal was. Gut. Wir müssen zu unserem Grafton. Gehen los zu laufen. Also, werden wir mal die Schnellreise benutzen. Da kostet hier aber ein bisschen was wieder. Na gut, egal. Machen wir das. Und dann gucken wir mal, was wir da schon wieder an Supermutanten vorfinden. Werden wir uns mal wieder mit denen rumschlagen. Haben wir ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz die Stimpak-Vorräte checken, bevor wir da weitermachen. Das ist mir jetzt erstmal lieber. Wie viel haben wir denn noch dabei? Hier ist Mittel. Die muss ich nämlich ehrlich gesagt hier stehen, habe ich nicht im Lager überprüft. Das ist nicht so gut. Wo haben wir die Stimpaks? 20 Stimpaks. Nee, das sollte reichen, hoffe ich. Gut. Wir werden uns mal nähern. Wir haben hier jetzt auch ganz andere Ausgangssituationen. Ich glaube, krieg mal noch nach einem Buff. Ich habe keine Lust, das sind ja wieder so Fülle. Was haben wir denn noch so dabei? Ein Fury. Nahkampfschaden. Für uns noch die Schadensresistenz, wie das von Wahrnehmung. Ein DDO. Nie Intelligenz brauchen wir keinen. Ja, das klingt doch in Süd. Pushstärke plus Ausdauer plus Wahrnehmung und maximale Gesundheit. Buff-Tets drin. Medics rein. Und dann werden wir uns hier mal um die Supermutanten kümmern. Am besten erstmal wegsnipern. Der ist noch ein bisschen zu weit weg für einen sauberen Schuss, das auch gleich erstmal umfällt. Kronkorken, Kryogranate, nehmen wir gerne mit. Gut. Das ist besser so. Ah, schade, nicht den weißen Kanister getroffen. Wo wir da jetzt hin? Da hinten ist noch einer, den können wir uns gleich vom Hals schaffen. Hoffe ich, das ist wieder mit mutanten Kämpfer. Schade, der Ding daneben. Wir können gleich mal nach den. Du da sein. Du ja, ich da sein. Sein. Genau. Wir können uns gleich mal nach den Rohren umgucken. Ich versteck mich doch gar nicht. Ich
So, den müssen wir da erwischen. Guter Kampf, Mensch! Machen Spaß! Bitte schön, dass du das Spaß machst. Mir macht das auch Spaß. Fangen! Nö. Du musst das Ding zu fangen. Nö, das haben wir wohl getriggert. Jetzt kann man auf X wieder zielen, denn die war viel einfacher. Und jetzt sind wir mittlerweile auf 25. Wobei mir wieder einfällt, weil wir das Level abvergessen und den Park zu holen. Wäre immer ganz gut. So, Splittergranate, dankeschön. Schießpulver, hervorragend. Jetzt haben die wieder das Auto in die Luft gejagt. Kennen wir doch schon das Spiel. Gleich jetzt hoch. Ich hoffe, den Kämpfer können wir hier mit der Granate machen. Quatsch. Granate, lass mal weg. Sehr schön, das hat er gesessen. Feuer ist hier liegt. Man sieht wieder was. 308er Patronen, Superhammer Schießpulver. Gut. Den Superhammer kann man wieder liegen lassen. Das ist wieder nuscht. Ah, von der anderen Seite kommt noch irgendwas. Ich glaube, diesmal sind wir nicht alleine. Ja, vorne, da rennt glaube ich noch ein anderer Spieler rum, ja. Oh, Level 7, sehr mutig. Okay, mit der Granate, klar. Trefft den gerade nicht. Gut, nehmen wir die. Das war eine nette Ablenkung jetzt hier. Also mit Level 7 werde ich ja nicht unbedingt ran gerannt. Na gut. So, und dann fall auch mal um. So, Fusionszelle, Splittergranate, Red Away, hervorragend. Haben wir das. Oh, der ist schon wieder weg. Diesmal ist die Tür zu. Und der Terminal braucht 3. Auch die Tür braucht 3. Also müssen wir wohl einen anderen Weg finden, genau. Das war ja das, was wir schon hatten. Also wir haben ja damals hier, als wir schon mal hier waren, gelesen, dass man auch irgendwie in die Gebäude rinkommen soll, indem man hier irgendwelche Rohre benutzt. Jetzt muss man bloß diese Rohre finden. Das ist jetzt das Interessante. Ich werde mal da unten lang gehen. Das wäre ja wohl das Einzige, was sich hier irgendwie anbietet. Mal gucken. Von draußen habe ich jedenfalls nichts gesehen gehabt, aber da sind Rohre. Mhm. Die sind nur ein bisschen zu hoch. Das ist natürlich ungünstig. Da kommen wir so erstmal nicht ran. Ja, wie es wurde da riniert? Unter Wasser? Hm. Unter Wasser habe ich keine Lust zu suchen. Muss ich gar mal sagen. Das ist mir zu heikel. Kommt man vielleicht, wenn man hier oben rumläuft, irgendwie auf die Rohre rauf. Ansonsten wäre die nächste Option, dass auf der anderen Seite vom Damm noch was ist. Aber ich kann ja auch gucken, ob hier irgendeine Tür offen ist. Vielleicht doch. Da kommt man ins... Ah, jetzt wird alles klar. Hier kommt man runter, hier kommt man hin und dann kommt man hier hoffentlich rein. Ah, hier waren wir doch schon mal. Ja, hervorragend. Hammer, jetzt sind wir drin. Quest hat sich auch gerade aktualisiert oder ist gerade dabei. Sehr schön. Oha. Oha. Supermutanten haben wir noch ein paar. Okay. Erstmal kurz hier um die kümmern. Hervorragend. Da machen wir erst einmal die Supermutanten, bevor wir uns um alles weitere kümmern. So. Auch ein Scharmützler. Stimpack mal kurz benutzt. So. Hervorragend. So, jetzt möchte ich noch weit gucken. Und zwar, genau, wenn wir beim letzten Mal vorbei waren, also hier gibt es einen Fusionskern. Hervorragend. Das habe ich dann später im Video gesehen. Hab mich schon ein bisschen geärgert, dass wir die nicht mitgenommen haben. So. Wir müssen einmal nach oben und einmal nach unten. Achso, wir müssen mehrere Hinweise finden. Okay, fangen wir unten an. Machen das nochmal richtig so jetzt. Also, erster Hinweis. Was haben wir da oben? Sack. Freddys Abenteuer Nummer 1. Lesen. Okay. Das ist aber schwer zu lesen. Markigen. Freddys Geheimnisse. Onkel Otis hat mir ein Grognack-Spiel geschenkt. Er ist ja sowas von cool. Wir müssen unbedingt in den Damm kommen. Onkel Otis hat gesagt, er würde uns was zu essen besorgen. Hoffentlich bringt er uns Pizza.
Pizza ist cool. Ich habe in einem Schreibtisch Süßkram gefunden. Hahaha, kostenloser Süßkram. Ich bin hochgeklettert und habe alles versteckt. Die ganzen Leckerlis gehören alle mir. Bobby ist total eifersüchtig. Sein Onkel Otis lässt mich Sachen machen. Ah. Wir haben in die Röhre hier gefurzt und wer am meisten gestunken hat, hat einen Preis gekriegt. Ich habe gewonnen. Ich bin der Beste. Freddy der Große. Ah. Wie alt war Freddy nochmal? Das heißt irgendwie 7? Oh ja. Passt zu einem 7-jährigen Jungen. Gut. Haben wir hier noch irgendwas Nettes? Kaffeetasse, nee. Aluminium kann das doch nicht. Verstellbare Schraubenschlüssel. Schaff ist ja ein Schachbrett. Okay. Machen wir mal weiter. Da oben im Büro jetzt offensichtlich weiter. So, mal gucken, wie wir da hochkommen. Hat mal den Supermutanten gemacht. Aha. Nee, Moment. Wo leuchtet das? Ach, da drunter. Die Leiche von. Oh. Ein Leichentagebuch von Otis Pike. Wir haben aber wohl ihn selber gefunden. Und wir haben den Schlüssel zum Gramm von Gräften gefunden. Herr vorne können wir hier jetzt immer wieder rein. Herr vorne, dann lesen wir mal das Tagebuch von Otis Pike. Mal wieder das Tagebuch. Immer noch bescheuert, den Kram aufzuschreiben. 15. Oktober 2077. Hab mir den Wasserpark angesehen, wo der Junge in ein paar Tagen sein wird. Wäre fast geschnappt worden. Aber hab als Ablenkungsmanöver ein paar Protestfeuer gegen das Stahlwerk von Grafton fallen lassen. 17. Oktober 2077. Ich habe ja geahnt, dass der Junge eine Göre ist, aber ich hatte ja keine Ahnung, was für ein Plagegeist er wirklich ist. War vielleicht doch kein so guter Plan. 18. Oktober 2077. Wir haben uns im Dampf verschanzt. Der Laden ist jetzt schwerer zu knacken als ein Geldschrank von einem Feigenfuchser. Lösegeld oder sowas in der Art kann ich mir abschminken. Wollte ja sowieso kein Geld. Will einfach die Anlage abschalten und dafür sorgen, dass ein paar Sicherheitsleute den Laden besser machen. 20. Oktober 77. Dem Jungen hat unser großes Abenteuer bis jetzt Spaß gemacht, aber plötzlich hat er angefangen, bloß noch rumzumeckern und unanständiges Zeugs zu zeichnen. Bin mir nicht sicher, wer hier der Gefangene ist. Arthur hat an der Übergabestelle eine Notiz hinterlassen. Er sagt, ich könnte den Jungen behalten und dass er die Anlage nicht abschalten würde. Er will lieber, dass sein einziger Sohn das Land vor den Kommunisten rettet. Nett. 21. Oktober 2077. Ich könnte schwören, der Junge will mich umbringen. Er schubst mich immer, wenn ich auf den Steg stehe. Er hat mit einem Seil gespielt und sagte, er würde seine Pfadfinder-Pionierknoten üben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Schlinge gemacht hat. Interessant. Gut, dann wollte er ihn wohl doch nicht so als der gute Onkel betreuen. Verändert das Bild jetzt doch ein kleines bisschen. Splitterhanata, die nehmen wir mit. War noch ein bisschen Spielzeug offensichtlich. Das erklärt so die ganze Geschichte hier, warum man hier so viel Spielzeug gefunden hat. Ja, meine, ist das der Falle? Ja, das sieht eigentlich nach einer Falle aus. Ich weiß nicht, ob die auslöst, wenn wir darüber laufen. Aber hier ist auch noch ein Verschlag. Gucken wir hier mal ganz kurz, was der Verschlag sagt. Ah, können wir so aufmachen? Okay, da haben wir jetzt auch den Schlüssel. Das ist ja gut. Große Schrauben und ein Tafellöffel. Oh, und was steht hier noch im Regal? Tiger, ein großes Glasgefäß und ein Probengefäß. Nicht. Ja, im Schrank ist auch nichts. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Nö, nichts drin. Gut. Dann nehmen wir hier mal weiter. Ich hoffe, wir fangen uns jetzt hier kein Ding ein. Nö. Schon mal ausgelöst. So. Zertenautomaten ist nicht. Hier haben wir noch eine Waffenwerkbank. Die werden wir mal kurz ausnutzen, den Schrott schon mal verwerten. So ist gut. Und da ist noch ein Hinweis irgendwo. Ist der jetzt hier im Schrank? Nee. Wo ist der andere Hinweis? Da ist einer gleich auf der gleichen Ebene. Einer ist da oben. Wie kommt man denn da hin? Und einer ist da oben. Der Hinweis da, der weiter unten ist. Muss man da irgendwie hochspringen? Sieht das so aus? Etwas so aus. Jetzt müsste man hier hoch irgendwie. Die Powerarme aber nicht so einfach offensichtlich. Aha. Da muss ich schräg springen. Hervorragend. Was haben wir hier? Kleines Wild Camp. Kleines Lager. Box hier hinten noch. Bonbon. Tattoo. Noch eine Leiche. Okay. Und ein Holoband haben wir da auch noch. Leere Nuka-Flaschen.
Im Sack ist Arthur Woods Feuerzeug. Den nehmen wir mal mit. Eine Zahnbürste. Hat der Junge immerhin solche Zähne geholt. Sehr gut. Rock lag die rubinfarbenen Ruinen. Ah, das scheint wohl ein Holobein zu sein und ein kleines Hörspiel. Hören wir uns das mal an. Eingelegt ist es, passiert aber erstmal nichts. Oder gilt das bloß als Hinweis? Meinst du jetzt bei den Holos? Eigentlich hätte die klungen, als wäre da Rocknock und die rubinfarbenen Ruinen. Oder ist das ein Spiel? Wiedergabe, machen wir das mal. Aha, ja, das ist ein Spiel. Okay, ich möchte jetzt hier eigentlich kein Spiel spielen. Na gut, gehen wir hier mal raus, ja. So, also wissen wir, dass das ein Spiel ist, das wir also da ja nicht uns anhören können. Gut, wir müssen jetzt irgendwie nach oben, da geht's weiter. Machen wir das. Hier schnell durch, was haben wir hier noch? Überschüssige Säure, sehr schön. Das nehmen wir alles mit. So, hier nach oben. Hier haben wir noch irgendeinen Hinweis, Freddys Abenteuer Nummer 2 und Kombi-Schraubenschlüssel. Lesen wir mal Freddys Nachricht Nummer 2. Noch mehr Geheimsachen. Onkel Otis hat mir Süßigkeiten besorgt und sie mir dann wieder weggenommen. Weil mir sonst die Zähne wegfallen, sagt er. Das ist sowas von ungerecht. Onkel Otis hat ekliges Zeug besorgt. Er ist jetzt richtig stinkig und kann gar nicht mehr lustig. Ich will wieder nach Hause und mit meiner Flinte spielen. Peng Peng, ich kann super schießen. Ich habe eine Ratte gefangen, aber jetzt ist sie tot und nicht mehr lustig. Onkel Otis ist doof. Er ist bloß noch gemein zu mir. Ich will nach Hause. Und er sagt nein, ich will Süßes und er sagt nein. Aber den erwische ich schon noch. Ich baue Fallen wie die Pfadfinderpionete und fange ihn damit. Weil ich der Größte bin. Also mehr ein Spiel von ihm als alles andere. Oh, komm, hier schrauben Schlüssel, den nehmen wir auch noch mit. Das lassen wir da. Genau, irgendwas. Nee. Treppe hoch. So. Hier noch ein Hinweis irgendwo? Nie. Ein Schlumpfer sagt ein Klebeband, aber das ist gut. Und noch eine Wackelpuppe. Eine Charisma-Wackelpuppe. Was macht die? Du erhältst bei Benutzung eine Stunde lang plus 2 Charisma. Okay. Haben wir das auch. Machen wir es hier noch ein bisschen um. Ist hier noch was in dem Schrank? Ein Schlosserhammer. Okay. Hier, nichts. Da haben wir andersrum. Da ist ein Loch. Da komm mal hier rüber. Oder ich habe jetzt keine Lust zu springen. Ich hätte den ganzen Weg nochmal hochlaufen müssen. Sturmfahrzeugüberschuss, der Kleber hier drin. Und hier geht's auch noch durch. Okay, hier ist noch so ein Schrank. Oh. Freddys Abenteuer Nummer 3. Da haben wir auch gleich die richtige Reihenfolge. Das ist ja gut. Größtes Geheimnis. Es hat geklappt. Onkel Otis ist mit dem Fuß in meine Falle getreten und an der Stelle ausgerutscht, wo ich das Öl ausgegossen habe. Er ist stinksauer und schreit mich ständig an. Aber jetzt hängt er erst einmal kopfüber fest. Haha, dem habe ich es gezeigt. Ich gehe jetzt heim. Oh, frecher Bengel. Aber richtig frech. Der hat wohl die Sache nicht ganz verstanden. Ich glaube eigentlich, sein Onkel wollte sich da doch wirklich eigentlich bloß um ihn kümmern am Anfang. Aber da war auch was von einem Lösegeld die Rede und wollte sich da wohl auch ein bisschen Geld erpressen. Also, Holzblöcke, die wollen wir mitnehmen. So, hier haben wir das Radio, das mache ich aus wieder mal. Auch weil das Wassermutter wäre. Nettes Äffchen hat applaudiert, dass wir da sind. So. Müssen wir hier nicht noch irgendwas finden? Besuche das Wood-Anwesen ist unsere nächste Aufgabe. Okay, dann sind wir hier wohl fertig. Ja, da ist wieder der mit dem Teddy im Arm. Das finde ich ganz gut. So, dass wir jetzt hier fertig sind. Dann kommen wir jetzt hier oben hoch raus hin. Das ist ja nett gemacht, dass man hier dann auch gleich wieder die Tür zum Ausgang hat. Hervorragend. Gut, sind wir schon wieder mal am Dampf von Grafton. Der ist hier irgendwie so... Tja... hier halten wir uns dauerhaft auf. Gut. Ich bedanke mich damit mal wieder fürs Zusehen. Macht's fein. Hiermit geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.